Aua. Und zwar suchen wir den normalen Ozean, einfach für die Information. Oder die Acidic Sea. Für spätere Events. Das ist sehr wichtig zu wissen. Aber ich freue mich ja schon gar nicht auf Duke Fishron und Old Duke als Melee. Ach. Ich hasse diese Gegner. Es ist halt einfach. Ich habe absolut keinen Spaß gegen die zu kämpfen. So, alle anderen Bosse in diesem Spiel. Ja gut, Moonlord vielleicht. Aber ansonsten ist halt. Ja, doch. Schon coole Kämpfe. Moonlord ist halt einfach. Okay, Wegrennsimulator. Krass. Ey, yo. Und Fischron ist halt einfach. Mein Brain funktioniert halt einfach nicht so. Sobald das viel schnell wird und sich teleportiert, bin ich halt überfordert. Schau doch einfach mal. Weit kann es ja nicht mehr sein. Opium. Boah. Not from Keys. Chugga, chugga, chugga. interessanter Ozean. Was für ein Ozean? Moment. Da gibt es aber so ein Ratiofarm. Oder auch nicht? Weil ich die alle benutzt habe. Ist Amidia schon hier oben bei uns? Ja. Die Quest? Was ist das für ein seltsamer Ozean? Au. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist interessant. Was ist die Beschreibung von dem Ding? The keys with dark energy, which will lay a fatal curse on your health and damage if powerful entities near. You already know how to operate it. Somehow.
Okay, also nicht benutzen, wenn Bosskampf da ist. Sagt mir die Beschreibung. Sonst gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Oh nein, es ist ein Schleim. Gott, dieser Vogel ist so ein schlecht. Aber es ist halt Bonusschaden. Wenn er mal treffen würde. Oh mein Gott, zweimal getroffen. B für Banana Man. Ne, wir sind der Banana Boy. Wenn ich halt ein paar normale Schwünge reinkriegen könnte. Haha, got him. Easy. Seems to have lost its look. Okay, jetzt haben wir auch den Alchemist Charm. Wir haben hier die tolle Trophäe. Lootbag. Ammo Box. Das Ding hatte war verbuggt tatsächlich. Oh, das ist halt echt noch übel stark. Welcher Mod ist denn das? Ich werde nichts benutzen, was aus. Oder. Halt zumindest keine Waffen benutzen die halt aus. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Death Stairrod. Ist von Calamity. Die ist halt richtig gut. Der hat einen Bug, dass er irgendwann halt einfach angefangen hat, 5000 Schaden zu machen. Also Schild. Also wir haben auch. Haben wir den Scarf auch bekommen? Nicht? Eine Frechhaftigkeit. Counter-Scarf heißt doch. Counter-Scarf.
man den denn her? Sold by the Clothier? Seit wann das denn? Na gut. Das Auge hatte sonst immer beide gedroppt. Genau, das ist einfach nur das Pad. Das Master Mode Pad. Das heißt halt nur Shark, du. Brauchen wir nicht. So, jetzt können wir auf jeden Fall OBS wieder hochtun. Ja, komplett noch mehr, sollten wir noch Zeit haben für. Da ist er. Ich sollte die Türen bei mir aufmachen, damit sie die nicht abreißen. Was sie schon gemacht haben. Ja, Schweine! Nein, nicht Shuffle the Squirrel. So, ich glaube, wir suchen nach nichts Besonderem, was Item angeht. Ich will nur die Spiky Boards. Weil wir auch die Option haben, einfach Potions zu craften, mit denen die NPCs beschworen werden. Wir müssen nicht stundenlang nach dem Goblin-Typen im Untergrund suchen. Scheint was Neues zum Verkaufen zu haben. Wegmachen! Ja, die Events passen sich ja zum Glück der Spieleranzahl an und nicht der Weltgröße. Also müssen wir, glaube ich, nur ungefähr 100 Gegner besiegen. Also die Death Stair Rod ist halt definitiv eine extrem gute Summoner-Waffe zu Beginn. Du kannst zwar immer nur ein Auge gleichzeitig haben, aber es hindert einen nicht daran, andere Summons zusätzlich zu benutzen. So. Wow. Lava Bucket und Bottled Water. Ein Bucket haben wir sogar. Achso, ja, Moment. Ey, das ist teuer. Was hast du denn zu sagen? Ah, ne, neue Sachen zu verkaufen. Okay.
Wie hier schon wieder voll. Ah, die sind dann richtig gut. Okay. So. Oh, Bricks oder Stone Slabs. Ich what? Fehlt denn jetzt? Einfach beide, nicht oder? Schönes Geld. Aber macht man nicht aus Faulheit. Dankeschön. So, Rope and Elevator. Ja, warum nicht? Grey Brick, bitte. Und zwar hier. Hui. Einmal anhalten, bitte. Wir wollen die Lava hier haben. Was hast du so Feines? Kein Wasser in der Oberfläche, das ist ein bisschen nervig. Zumindest nicht in der Nähe. Komm mal hier einfach rein. So. Jetzt haben wir natürlich auch kein Haus mehr voll gerade. Alles okay. Oder haben wir noch was frei? Eins haben wir noch. Einer geht noch. Also. Moin. Ich hätte gern den und die bitte. Dankeschön. So. Huch. Ne, das steht. Das brauchen wir noch. Wollen wir das reintun? Ja, das dauert noch. Das könnte man halt machen. Was ist das? Also das Helipack. Also erstmal. Oh, heißen die nicht Rocket Boots? Spectre Boots? Nee. Doch. Oh, ich bin ein Vollidiot.
bist du da reingelümmelt? Okay, und mit denen können wir machen. Die Lightning Sword mit Anklet of Wind. So. So, mit denen können wir machen. Die Frost Sparks. Wenn wir Ice Skates haben. Was wir nicht haben. Leder Eisblock. Ungünstig. Aber ist okay. Können wir einen Ballon machen? Wir brauchen einen Weitstring. Na? Keine Cobwebs. Kaufst du Cobwebs? Das ist ja mega ungünstig. Wäre ja schon ein guter Speedboost. Wee. Okay, Cobwebs. Hätte vielleicht eine Danger Sense Potion trinken sollen. Ich glaube, das könnten 5 sein. Ah, die zählen nicht. Je tiefer wir gehen, umso höher ist die Chance eigentlich. Da sind welche. Was sind neben dem 15? Aha. Weit streng. Ballonie. Und an dem... ich bin mir nicht sicher, wo wir den Ballon haben wollen. Ich meine, klar, wir können aber den Double Jump verbessern, glaube ich. Dort in der Balloon. So. Aber daraus wollen wir eher das Obsidian-Horseshoe machen. Sind wir aber trotzdem nur kein Stück weiter, um unseren Slot frei zu machen. Das passt doch. Melee Speed. Sorry, Bro. Das steht jetzt einfach zu praktisch. Das ist alles zu praktisch. Ist hier sehr, sehr vorsichtig. Shop. Okay. Gut. Was steht denn als nächstes an? Blood Moon. Droppt ziemlich viel Zeug. Eternity, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich viel.
This malevolence is not the work of any god. Blood moons trace their origins to the dawn of history. It is an occurrence equally sinister and banal. Banal? Everyone is acclimated to the shambling hordes of undead. Organized societies are not threatened in the slightest. If anything, they welcome the opportunity to train green-foot soldiers. Those with fire in their veins may strike out on their own to revel in the slaughter. That is how I remember the sleepless nights from my younger days, knee-deep in corpses. Der Alchemist ist da. Und Zebua. Pflanzen können wir jetzt alles kaufen. Aber Brewer ist halt MVP, weil die verkauft alle Potions. Auch wenn sie relativ teuer sind. Seht die Zeit, 25 Minuten, 1,25. Ja. Ich würde sagen, wir können ja Schluss machen. Wir haben ja so einiges erreicht jetzt. Ganze 3. Kingslime, Desert Scourge, Auge und Giant Climax Miniboss haben wir gemacht. Ja gut. Dann würde ich sagen, war's das für erste mit Terraria Calamity. Ich hoffe, die Videos haben euch soweit gefallen. Falls ja, Kommentare und Text natürlich wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye.